1913 die Fertigung am Fließband einführt. Mit diesem Konzept katapultiert Henry Ford nicht nur die Automobilherstellung, sondern die gesamte... Wirtschaftlicher Erfolg zulässt, begrenzt er gleichzeitig die Arbeitszeit. Ford-Leute sollen genügend £50 million to test Liverpool's result. He feels about the matter. Birmingham City are busy today in the transfer. We've got some texts and emails first. Text us 8289 and email free via our website, talksport.co.uk. We've got one here from Lewis, Liverpool fan. Ford Mitarbeiter und Oldtimer-Experte.